Hey ho Leute und herzlich willkommen zurück zu Tales of Graces. Wir sind hier im Guardia-Shaft von Fraudra und sollen den Kern aufhalten. Ich guck mal gerade nochmal was nach. Wir sind auf Evil, höher möchte ich nicht, das ist mal zu gefährlich. Wir versuchen jetzt also auf Evil dort runter zu gehen und mal diesen Kern abzuschalten, weil es scheinbar irgendeine Form des Kerns selbstständig wurde und hier jetzt alles kaputt macht, beziehungsweise die Menschen auslöschen möchte. Und das ist natürlich nicht so cool. Leider habe ich hier jetzt gar keine Ahnung, wie es vorwärts geht, was uns hier erwartet und ja, keine Ahnung, ist alles Neuland. Das Einzige, was ich weiß, weil ich ja irgendwann mal gegoogelt habe, was es noch so gibt, Besonderes in dem Spiel. Ich meine, das ist schon eine Zeit draußen. Ich weiß, dass es eine geheime Combo gibt, um bei dem Boss eine gewisse Attacke umzuleiten und eine eigene draus zu machen. Und diese zwar nicht so cool aussehen, aber halt den Boss dann direkt umbringen. Fand ich recht interessant. Ich habe sie mir auch mal rausgeschrieben. Ob ich sie benutzen werde, sehen wir dann. Die Frage ist jetzt halt, wo geht's lang? Ich habe keine Ahnung. Ach, ja, sind das so, hey, das sind so Mini-Lambdas, das da. Gibt's ja gar nicht. Und wo geht's hier jetzt? Lang, ist das richtig? Okay. Das hier sieht ja übel chaotisch aus. Oh. Inner Workings. Bang, screw, chuck it in. Nope. What are you doing now, Pascal? Get off of there and let's get going. But if I can't fix this, how will we get back up? It worked enough to get us down here. Yeah, but the parts are worn out. It won't be able to take anything too heavy back up. Too heavy? Do you mean me? What's wrong, Sharia? It's because of that sweet potato I ate after dinner last night. I heard sweets don't count if they come from plants, but I'm such a fool. Sharia? Forgive me. This is all my fault. Okay. What the hell was that? Consider a lesson in how a woman's mind works. So you actually understood it? Not one bit. Anyway, I'm sure there's something around here that'll help us get back up. Not one bit. Oh mein Gott. Schöne Sache. Die Skits gefallen mir richtig gut. In diesem Future Arc. Wir sind in der Base 4, okay. Ja. Wo ist jetzt was? Das ist die Frage. Ich drück einfach mal direkt alle Knöpfchen. Da hinten geht's nicht lang. Da wären wir wahrscheinlich auch runtergekommen. Ich habe die Truhe übersehen, Dreck. Ich habe da unten den Golem. Rechts oben in der Bildschirmecke. Den habe ich betrachtet. Wenn das ein Golem ist, keine Ahnung. Aber der ist mir ins Auge gesprungen und da war ich leicht abgelenkt. Was haben wir denn hier? Kommen wir jetzt da unten rechts hin? Nö, wieder ganz oben. Och, puh. Okay, das war dann der falsche Weg. Hier muss man anscheinend den richtigen Weg finden. Oh mein Gott, ist das viel so schnell. Und sich dort dann runterarbeiten, sonst kommt man halt eben... Ach du Kacke, was ist denn das? Sonst kommt man eben nicht dorthin, wo man hin müsste. Okay, die kennen wir schon. Ach du Schande. Na dann. Boah, direkt Axel-Dings an. Oh, Sherry hat ihren scheinbar auch benutzt. Okay. Oh Mann, die Gegner sind echt nicht ohne. Au, 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 au. Au, au, au. Ich bin echt verleitet, noch einen runterzustellen, weil ich lieber das Spiel im Moment erleben würde, als mir hier einen abzukrüppeln. Vor allem, weil ich für den Grind keine Lust ausnahmsweise habe. Normal grind ich recht gerne, aber irgendwie habe ich jetzt wirklich keine Lust zum Grinden und das könnte auch daran liegen, dass ich eigentlich keine Zeit zum Grinden habe. Das ist das Doofe. Im Moment habe ich nämlich keine Zeit dazu und ich bin eingefroren. Das ist schlecht. Lass mich hier weg. Na egal. Wir stehen wieder. So, weg damit. Weg damit. Ah. Mit dem Cordrake. Zack. Ist im Buch aufgenommen. Ja, das ist halt das Schlimme, dass ich einfach im Moment zu wenig Zeit habe, um zu grinden. Gut, das ist nicht wirklich dramatisch. Ich meine, ich kann immer noch runterstellen. Das macht mir jetzt nicht viel aus.
Das ist ja kein Run, um zu zeigen, dass ich das Spiel gut könnte oder sonst was. Ich spiele nur relativ gerne etwas schwerer. Nur wenn ich halt eben die Zeit dazu dann nicht habe in diesem Ausmaß, dann geht's halt eben nicht. Können wir jetzt hier nochmal irgendwo runterfahren? Würde mich jetzt wundern, wenn wir hier nochmal runter könnten. Und? Oh, wir können nochmal runter. Okay. Why not? Gut, dann gehen wir das nächste Mal woanders runter. So, Base 3. Okay, wir haben also 2 komplett übersprungen und gehen dann doch nicht woanders runter. Also nicht in den Warp rein. Der Warp ist böse. So, hier ist... wo warpt uns das jetzt hin? Waren wir da eben rein? Ich weiß es nicht mehr. Da gehen wir... Moment, da waren wir eben rein, ne? Und die anderen Wege, die hatten uns doch nicht weitergebracht, gell? Ich glaube nicht. Da war ja einmal der hier, da, also da oben der. Oder? Ja, nur da oben der. Aber die Plattform hat nicht geleuchtet. Das heißt, da ist keine Plattform so. Also kann uns dort auch nichts rumfahren. Hm. Okay, wir müssen also eine andere Ecke suchen und dort weiterkommen. Also wenn man es von ganz oben betrachten könnte, würde man ja sehen, was uns wohin führt. Das wäre definitiv vorteilhaft. Naja. Versuchen wir mal eine andere Ecke. Gehen wir mal irgendwo da hinten hin. So, wir sehen ja da vorne schon... Jetzt rechte obere Bildschirmecke. Da scheint auch so ein Aufzug zu sein. Den werden wir aber benutzen gehen. Während uns dieses Lambda-Ding verfolgt. Sehr vertrauenserweckend. So, dann fahren wir mal runter. Okay. Okay. Ah, shit. Das scheint wieder nur zum Teleport zu führen. Na egal, eine Truhe gibt's immerhin. Was ist das? Oh, wieder so ein lustiger Kern. Das ist wahrscheinlich für den einen Golem, den wir eben gesehen hatten. Naja, wieder hoch. Hä, wo sind wir jetzt? Okay. Jetzt sind wir wo ganz anders gelandet. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal dann dort hinten hin und holen uns den Teleporter, den wir dort gesehen haben. Ach stimmt, ich wollte ja noch eins runterstellen. Ah. Weg mit dir. Ah. So. Das muss ich mir, oh mein Gott, merken. Wo bin ich? Ah, da. Merken, wenn wir den Kampf hier hinter uns haben. Ich vergesse das immer schnell runterzustellen oder etwaige Sachen durchzuführen. Wie zum Beispiel noch Futter einwerfen oder sonst was. Okay, ich kann Sophies Axel Gorgon nicht benutzen. Sie hat aber auch irgendwie keine Lust, ihre selbst zu benutzen gerade. Naja. Soll mich nicht weiter stören. Sie kann das machen, wie sie das für richtig hält. Solange wir nicht alle verrecken. So. Klappt ja eigentlich ganz gut auf Evil, aber ich habe keine Lust, das zu riskieren. So, ich möchte jetzt nämlich ganz... Nicht zu einfach. Ich will nicht sagen einfach. Ich möchte hier relativ normal durchkommen. Nicht unnötig verrecken. EP interessieren mich auch nicht mehr groß, weil ich ja eh nicht grinden werde. Und dann am liebsten zum Boss kommen. Eine kleine Herausforderung. Aber was ich gelesen habe, ist ja eine ziemliche Herausforderung. Herausforderung halt eben erleben. Ja, und dann schauen wir mal weiter. Dort hinten ist eine Plattform. Okay. Und hier geht es scheinbar auch zu einer? Nein, eine Truhe. Deathly Abyss, a magical blade that leads its foes into an abyss of terror. You'll want to scream as you swing it. Ist das eine echte Waffe oder ist das jetzt ein Item? Also, ich meine, ein Verschmelz-Item hier, ein Dualize-Item. Nö, das ist was für den Bubi. Ja. Besser so, anziehen. Okay. So. Ja, das hätte mich jetzt fast an eine Teufelswaffe erinnert, aber die gibt's ja in diesem Ausmaß hier nicht. Oh, ich habe vergessen runterzustellen. Oh. Nein, ich habe runtergestellt. Oh, verdammt. So viel zum Thema. Kriegen wir jetzt noch Schaden? Ist es jetzt zu einfach? Nein.
passt schon. Also spätestens beim Boss werde ich denken, okay, am besten noch eins runtergestellt. Aber ja, das passt. Dicke. Wie gesagt, einfach Story erleben in diesem Fall. So, für Herausforderungen muss man halt eben auch immer ein wenig Zeit dann mitbringen in dem Moment. Au, 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 au. Ja, ich hab dich verstanden, du lustiges Mystery. Brauchst mir hier nicht auf den Kopf rumhämmern. Ah. So. Damit haben wir noch einen Kampf abgeschlossen, auch wenn wir ihn nicht unbedingt machen wollten. Geh weg, lämmender Mistding. Und wir kommen mal eine Etage tiefer als sonst. Also, am Stück meine ich. Wow, das geht ganz schön weit runter. Base 5, okay. Wenn uns das nicht wieder hochschickt, ne? Boah, ist das Vieh so schnell. Ist klar. Mann, 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 Mann. So, Axel Dingens Kirschens. Alles anmachen hier. Ah, bam, Combo. Ja, wir kommen mit den Gegnern hier dann doch recht ganz... doch recht ganz gut klar. Hm, tolle, tolle Wortwahl. Sehr eloquent mal wieder. Sag mal, hat das Vieh ein Summgeräusch? Hört sich so an. Naja, vielleicht habe ich auch ein Hornissennest an meinem Headset. Ich weiß es nicht. Oh, ich hasse den LF Burst von den Gegnern. Komm schon. So, das war das. Au. Na, was war das jetzt? Jetzt hatte ich irgendein Arzt-Ziel drauf, scheinbar. So. Und. Doch nicht. Mist. Boah. Wie viel EP? Ich komme nicht klar. Nein. Oh Mann. Ich will doch nur voranschreiten. Ich will was von der Story erleben und nicht die ganze Zeit kämpfen müssen. Du blödes, hässliches. Wirklich, das Vieh ist hässlich, ey. Hässliches Mistvieh. Bam. Was, da ist noch so ein hässliches Mistvieh? Oh. Ich glaub's ja nicht. Und wir haben ein Arztziel drauf. Aber dass wir gar nichts mehr machen können, wenn wir ein Arztziel drauf haben, das ist doch beschiss. Wir müssen doch in der Lage sein, wenigstens normale Angriffe zu machen. Das hat mich schon immer ein bisschen gestört. Naja. Egal. Schnetzeln, lasern, blitzen, alles. Vergewaltigt werden, auch. Naja. Immerhin. Und zack, Indignation. Weg. Das haben wir schon mal gehört, das kennen wir. So. Wo geht's lang? Eine Truhe. Waits, Kater. Okay. Nice. Wir kriegen hier viel zu viele Kater. Wir kriegen hier viel mehr Kater als im normalen Arc. Und da sind wir wieder auf Base 1. Na, klasse. Ist das normal? Soll das so sein? Ha. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich jetzt hier nach links gehen möchte. Und wo führt es uns hin? Oh, geh weg, du blödes Schwein. Geh weg. Geh weg. Ich will nicht. Danke. Was haben wir denn hier? Sag nicht, wir sind am Anfang. Boah. Wir sind wieder am Anfang, Leute. Das ist ja uncool. Okay, da oben waren wir schon mal. Da hinten, was haben wir denn hier? Da können wir nichts machen. Hä? Jetzt bin ich durcheinander. Wir sind hier runtergerannt, schätze ich mal. Und nicht hier nach rechts. Aber wir kamen gerade von rechts. Nein, wir... Hä? Okay. Ach, jetzt sind wir wieder da, wo wir direkt wieder hochporten dürfen. Wo wir irgendwo auf der Base 1 landen. Okay. Welchen Port haben wir jetzt noch nicht benutzt? Das ist die Frage. Oh, Mann. Den haben wir benutzt. So. Dann gehen wir jetzt mal nach links, wenn es überhaupt nach links geht. Ich glaube, da war... Doch, es ging nach links. Yay. Ah, gut, da geht's auch noch weiter. Ah, okay. Dann waren wir hier, glaube ich, noch nicht. Wenn da jetzt ein Teleporter direkt kommt, raste ich nur noch aus.
So, hier ist Base 3. Mhm. Keine Gegner. Nirgends. So, da oben könnte es weitergehen. Ich bin mir nicht sicher. Oh, wir haben einen Rune-Stick. Das ist ein Zeichen. Das ist ein Zeichen dafür, dass es hier weitergeht. Und? Ein dreckiger, verdammter Teleporter. Boah! Wo sind wir denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Jetzt sind wir wieder wo ganz anders. Naja. Sind wir hier schon mal hingelaufen? Ist das dieser ganz untere Bereich, wo wir rumgelaufen sind mal? Ich weiß es nicht mehr. Nein, da ist eine kaputte Brücke. Das da ist neu. Hier scheinen wir richtig zu sein, vorerst mal. Boah, wer soll sich das merken? Und jetzt geht's hier noch 10-mal in irgendwelche Richtungen. Geh weg! Oh, du dreckiges, schnelles Missgeburtenteil! Ich mag sie nicht. Ich hoffe, das hat man verstanden. Das war jetzt nicht irgendwie beleidigend oder so gemeint. Das war nur ein Ausdruck meiner Gefühle für dieses Mistvieh. Ah, geht drauf. So. Wenn der Dungeon mich immer wieder auf die Base 1 schickt und man diese richtige Kombination finden muss, dann bin ich mal gespannt. Also, das könnte noch anstrengend werden. Zack. Aber, naja, irgendwann sollte das machbar sein. Na, wir verdienen ja immer noch ein paar Zehntausende EP. Ist ja auch etwas, ne? Ja, ist das da jetzt richtig oder ist das da jetzt falsch? Wir gehen einfach mal runter. Ja. Base 4, okay. Okay, ach nö. Wo sind... Jetzt sind wir hier? Och, Manno. Das war der falsche. Klassisch. Naja, dann... Super, wie kamen wir jetzt da hinten hin? Das war dieser eine ganz links und dann mit diesem... Teleport dorthin... Irgendwas war das. Da sind wir da hinten. Also wir müssen jetzt erst wieder auf die... Geh weg. In die nördliche Hälfte von diesem Ding. So, nur wie kommen wir da am besten hin? Hier links rum, ne? Oder auch nicht, weil das abgesperrt ist. Okay, dann müssen wir da oben rechts vorbei, ganz so auf die andere Seite rennen. Oh, geh weg, du Sau. Geh weg. Nee. Holy Bottle. So, mal gucken, ob sie diesmal was bringt. Die bringt ja irgendwie in letzter Zeit nicht wirklich viel. Die Gegner wollen mir trotzdem an die Wäsche. So, du blöde Luftschlange, geh weg. Ja, genau dahin, wo du nur im Weg stehen kannst. Und ein LF-Burst gibt's auch noch dazu. Mann. Wir haben heute aber auch ein Glück, würde ich sagen. Schöne Sache, Sharia. Brauchen wir jetzt eigentlich nicht wirklich. Ah. Hält aber wirklich schon eine gewisse Zeit, da kann man sich nicht beschweren. Ja. Ich fand das cool, wie wir im letzten Part alle mit allen geredet hatten. Und Lander sich immer zu Wort gemeldet hat. Das hat irgendwie richtig cooles Feeling erzeugt. Man hat wirklich gedacht, dass Aspel und... Also man denkt wirklich, dass Aspel und Lander klarkommen und mehr oder weniger miteinander befreundet sind. Beziehungsweise... Man merkt auch, dass Lambda nicht wirklich das Popoloch ist, das man von ihm gedacht hat, dass er das sei. Was war das für ein Satz? Ach du Schande. Ja, und ich fand es wirklich sehr schön gemacht. Ich bin auch gespannt, wie sich das hier noch entwickelt. Und ich würde es auch gerne langsam wissen, aber typisch Lastalia-Schaft, wir schinden Zeit. So läuft das hier nun mal. So. Sind wir wieder hier. Dann müssten wir ja jetzt entweder den Teleport nehmen oder... Oh Mann, da oben geht's auch noch lang? Nee. Wir bleiben hier. Das hat am besten ausgesehen bisher. Oder kommen wir da hinten eh nur auf eine Plattform, wie ihr vielleicht seht, wo dann zu einem Teleporter führt. Ich weiß aber nicht, wo der hinführt. Das könnte nützlich sein, aber ich bezweifle es jetzt einfach mal. So... Da sind wir dann wieder, wo wir hin wollten. Und
Ja, dann müssen wir diesmal gucken, dass wir da unten den richtigen erwischen werden. Und dass wir nicht wieder komplett hochgeportet werden. Boah. Eklig. Ich finde sowas richtig eklig. 10.000 Möglichkeiten, Trial and Error und dann wieder alles von Anfang an. Och Mann, das ist doch fies. So, der war falsch. Bitte nur einer, bitte nur einer. Nein, es ist natürlich nicht nur einer. Es sind zwei und ich habe keine Möglichkeit, da nach unten zu gucken. Oh, ich weiß es nicht. Welchen nehmen wir denn? Nehmen wir den. So. Okay. Glück gehabt scheinbar. Es scheint der richtige gewesen zu sein. Schöne Angelegenheit. Boah. So, dann gucken wir gleich mal bei dem Golem da vorne vorbei. 80.000 Gold. Naja, okay, was soll's. Taschengeld. Ha. Was haben wir denn hier? Ach, das ist eine Entdeckung, kein Golem. What's this? Maybe it's like... Oh, I got it! These are... Crystallized forms of Elith. Hey, I was gonna say that. That kind of knowledge seems a bit above your pay grade. Oh, Lambda told me all about it. Lucky! Oh, hey, like, ask Lambda what the crystallized Elith is for. He says, figure it out for yourself. Fine, I will. Hmm... I got it! There! The remains of crystals excavated from the lower strata for the purpose of collecting Elith sampling data. Again, I was gonna say that. Lambda is kind of a jerk. Cool gemacht, Lambda. Der will auch ein bisschen Spaß haben. Naja. Direkt beleidigen werden, typisch Malik. Oh, ein Speicherpunkt, yes! I feel the power of the core running through my body. And if Lambda absorbs this power, the situation will be resolved. What is it, little bro? It's just... I've never trusted Lambda. Me neither. When Asbel said he was going to ask Lambda for help, I was against it. A perfectly reasonable reaction. I totally trusted him! Did you actually trust him? Or was it merely your usual blind faith that everything will work out? Yeah, pretty much that. Though in hindsight, Pascal's blind faith has proven itself quite accurate. Yes, I suppose you could say that. Now even I trust in Lambda. Me too. I as well. Me too, me too! Isn't this great, Lambda? See, people can change. Everyone believes in you now. It is wonderful, Asbel. Okay. Nun ja. Typischer Stimmungswechsel der Party. Wir entwickeln Sympathie für den ehemaligen Feind und so weiter und so fort. Ich finde es aber auch cool, dass wir jetzt Lambda benutzen können, um hier voranzukommen. Oh, hier haben wir einmal Warp. Okay. Da kommen wir aber wahrscheinlich eher wieder komplett nach oben. Was haben wir hier? Nein. Da gehe ich nicht hin. Was haben wir hier? Hä? Noch ein Warp. Nee, seltsam. Gucken wir erstmal, was da sein soll oder kann. Oder kommen wir da... Ist da jetzt nichts? Ich weiß es nicht. Ah, da ist nichts. Seht ihr, Leute? Ganz viel davon. Ganz viel nichts. Gehen wir mal nach links, so. Das sieht irgendwie so aus, als käme man dort weiter. Hä? Ah, okay, das war der Rückport. Na dann. Rücken wir zurückporten. Zurückporten wir zurück. So, dann geht's hier wahrscheinlich weiter. Gut, dass es so Speicherpunkte gibt, dass man immer stufenweise diese ganze Kacke hinter sich lassen kann. Oh, was? Hä? Was? Was? Hä? Hä?
Okay. Das ist seltsam. Irgendwas haben wir falsch gemacht, scheinbar dann doch. Hä? Hä? What the? Och Mann, müssen wir jetzt wieder? Oh, das gibt's doch nicht. Was ist denn das da? Ich verstehe den Dungeon gerade nicht. Oh, ärgerlicher Schmarrn. Geh weg, du Wildsau. Boah, Mann, schlag keine behinderten Kurven. Ach, dann keine Ahnung, was... geh weg, ich habe eine Holy Bottle an. Dann werden wir jetzt nochmal so runterfahren wie gehabt und dann... Ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach keine Ahnung, wie das hier funktionieren soll. Wir benutzen mal den anderen möglichen Weg, den wir haben. So. Da müssen wir aber erst wieder den ganzen Weg jetzt rennen. Das ist ja Schande, ey. Ich sag jetzt Schande, um zu zensieren. Nicht, dass sich jemand wundert. Aber ja, irgendwann muss man mal, irgendwie muss man ja ein bisschen hier zensieren, Eigenzensur betreiben. Aber was soll das? Warum kann ich da jetzt nicht einfach runtergehen und dann sind wir alle glücklich? War ich schon mal da oben hingelaufen? Ich glaube nicht. Ich weiß aber auch nicht, ob es etwas bringt. Das kommt noch dazu. So, einmal nach unten, bitte. Da scheint ein Steuerungspult zu sein. Könnte der richtige Weg sein, um dieses Ding da unten zu füllen, sage ich mal. Yes. Gut, gut. Sehr schön. Okay, das war richtig. Dann, ja. Porten wir uns jetzt wahrscheinlich wieder hoch. Und schau mal... weg mit dir. Weg. Und schauen dann mal, ob wir jetzt wirklich zu einem... Also, zum Kern kommen, zum Boss. Wäre eine relativ kurze... Strecke im Endeffekt dann doch gewesen. Weil, ja, für einen Endboss-Dungeon... ein bisschen mau. Wobei das hier ja nur hinzugefügt wurde für die PlayStation 3 Version oder so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wie war es für die Europa-Version? Ich glaube, für die Europa-Version war das. Und ja, das ist dann halt eben der Zusatz dafür. Und ja, deswegen ist es nicht entsprechend extrem lang, aber ich finde, die paar Stunden sind definitiv schon genug. Dafür dann so als kleiner Bonus, wisst ihr. So. Das haben wir dann auch wieder geschafft. Im Guardia-Schaft. Ha, ha. Scheiße, ey. Bad Boons are bad. Ja, was ein Riesenaufzug.